Hallo Yasin. Yasin, du bist jemand, der hier aus Böblingen kommt, aber weit, weit als Weltreisender bekannt ist. Du bist jemand, der viel in Asien war, viel in Südamerika war. Und schlussendlich warst du und bist du jemand, der viele Erfolge hatte mit dem, was du machst. Du bist Kampfkünstler, du bist im MMA Deutscher Meister geworden, du bist in dem Bereich Weltrekordhalter. Du warst unter anderem Bodyguard vom König Saudi-Arabiens. Du hast viel, viel, viel andere Dinge und wertvolle Dinge auch gemacht. Du bist Kampfkünstler. Was können wir heute in der heutigen Situation von einem Kampfkünstler von dir lernen? Also in der jetzigen Zeit, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, ist der innere Kampf. Das ist so diese Geschichte, in welchem Bereich ich auch mehr tätig bin als Mentaltrainer. Dieser innere Kampf findet gerade sehr stark bei den meisten Menschen statt, weil die meisten sind in Panik ausgebrochen. Die sehen Medien, die schauen viel Fernsehen, die hören sehr viel, viele Informationen, angstmachende Informationen und verlieren ihre Kontrolle. Und was wir jetzt brauchen, ist eigentlich, dass die Menschen ruhig werden, gezielt werden, weil in der Ruhe kann man besser zielen, kann man sich besser anpassen. Man kann besser sein Vorhaben planen und nicht durchdrehen und einfach wie einfach um sein Leben rennen. Und was wirklich Sache ist, wissen wir nicht. Man hört sehr, sehr viele verschiedene Informationen. Wir können den Außenzustand nicht verändern. Wir können unser Innen nur kontrollieren. Und es ist sehr wichtig, dass man wirklich nicht in Panik gerät. Jetzt sagst du das so, aber man kann ja Angst nicht wegdenken. Das heißt, hast du Übungen, hast du etwas, womit vom Kopf die Klarheit, ja, Angst ist kein guter Ratgeber, aber wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie verbinde ich Emotion, Kopf, Bauch, dass ich in die Ruhe komme? Was sehr wichtig ist, dass wir wissen erstmal, alles, was wir denken, ist entweder eine Erinnerung oder eine Zukunftsprojizierung. Nie in der tatsächlichen Gegenwart, so wie wir hier sitzen, ganz entspannt, wenn ich jetzt nichts denke, dann habe ich auch keinen Stress. Wenn ich denke, muss ich wissen, dass es etwas mit der Zukunft zu tun hat, was ich imaginiere oder etwas, was ich von der Vergangenheit mitnehme. In dem Moment, wenn ich denke, beeinflusst das meine Emotionen, unbewusst beeinflusst das meine Atmung auch. Okay. Atmung hat den direkten Zugang zu Emotionen, Emotionen zu Gedanken. Wenn ich Angst habe, wenn ich traurig bin und weine, wenn ich aggressiv auf der Straße bin, also das heißt, wir haben diese Verbindung. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, Punkt 1, in die Gegenwart gehen, Punkt 2, eine Verbindung zum Atmen herstellen, um dann mehr gegenwärtig zu sein. Was heißt es dann? Was passiert dann, wenn ich das geschafft habe? Also wenn ich es schaffe, mich in meiner Atemtechnik, also wenn ich mich in die Harmonie bringe, durch Atemtechniken, wenn ich meinen Geist leere, meine Emotionen klären kann, in dem Moment habe ich auch eine viel bessere Sicht, was ich zu tun habe. Unabhängig in welchem Bereich ich gerade bin, ob es ein Kriegszustand ist oder ob es irgendwie in einem Bereich von einer Firma ist, was die brauchen, oder ein Kampfsportler oder ein Sportler mitten im Stress, in dem Moment, wenn ich meine Ruhe habe, meine Gelassenheit habe, kann ich immer besser zielen. Man sagt, umso ruhiger du wirst, umso besser kannst du hören und du kannst besser zielen. Wenn du durcheinander bist, kannst du nicht mehr sehen, was Sache ist. Das passiert bei vielen Menschen, die auf einmal durchdrehen, beim Autofahren, da erst passieren die Unfälle. Und im Leben ist es nicht anders. Und hat es denn außer der Klarheit, die man hat, das bessere Hinhören, den besseren Blick, macht es etwas auch mit unserer Angst, weil du hast angefangen mit Angst, mit Panik, schenkt es uns die Ruhe, und wenn es uns Ruhe schenkt, kann das was mit unserer Gesundheit zu tun haben? Sehr viel. Es gibt auch heutzutage sehr, sehr viele wissenschaftliche Beweise dafür. Man kann es überall nachlesen, dass die Harmonie, der positive Zustand von einem Menschen sehr stark auf das Immunsystem sich ausspielt. Ui, okay. Wenn man Angst hat, wird man kann sich durch Angst sehr krank machen. Und es ist noch eine andere Gefahr. Heutzutage, wenn die Leute sagen, geht in Quarantäne, und dann sind wir mit voller Angst zu Hause, machen uns die ganze Zeit Sorgen, weil wir nicht mehr abgelenkt sind, dann ziehen wir noch mehr diese negative Energie auf unseren Körper. Und Gedanken sind unsichtbare Energien, und die Emotionen beeinflussen. Emotionen beeinflussen unseren ganzen Körper, und dann kann man ganz leicht auch krank werden. Also es wurde, wie oft, wie ich schon gesagt hatte, sehr oft bewiesen,
dass Ruhe oder Meditation das Immunsystem von innen aus stärkt. Mhm. Okay. Sehr wichtig. Wenn du uns jetzt abschließend eine Übung mit auf den Weg gibst, den Zuschauern eine Übung mit auf den Weg gibst, welche hättest du in petto, die genau das üben lässt, was du gerade gesagt hast? Also, es gibt ein Sprichwort, für jedes komplizierte Problem gibt es eine einfache Lösung, die okay. nicht funktioniert, sagt man. Man kann nicht sich wie in der Shopping-Mentalität schnell was kaufen, man muss es üben. Das bedeutet, ich kann eine Technik da lassen, es muss geübt werden, wie wenn jemand Liegestützen macht, mit der Übung wird er stärker. Okay. Aber diese Übung ist eine sehr einfache Übung, die sich jeder aneignen kann. Super, genau das ist, was wir brauchen. Was sehr wichtig ist, dass man weiß, dass die ganzen Emotionen da verstaut sind, wo auch das Leben beginnt. Mhm. Die Japaner nennen diesen Bereich Hara. Hara ist die Verbindung, wo wir auch mit der Mutter verbunden sind, an unser Nabel. Okay. Das Leben beginnt nicht im Kopf, nicht im Herz, sondern hier unten. Und dieser Bereich Hara ist verbunden mit unserem Gehirn, 1:1, da gibt es so Erregungskreise, Schallkreise. Das heißt, wenn ich hier mich entspannen kann, ich kann meine Hände auf meinen Bauch legen und ich sollte die Bauchatmung. Also ist egal, ob linke oder rechte? Man nimmt die linke Hand ja. mit diesem Punkt, den nennt man eigentlich im Qi, das ist so das chinesische Lao Gong. Hier? Genau, das ist ein Punkt, wo Energie aufnimmt. Man kennt es auch von Gebeten, in jeder Religion betet man mit offenen Händen. Mhm. Das ist etwas Spirituelles, aber auch Energetisches. Man nimmt diesen Punkt auf den Bauchnabel und kann die andere Hand drauflegen. So verstärkt man die Kraft hier. Okay. Jetzt achtet man darauf, dass man nur in den Bauch atmet und nicht in die Brust. Mhm. Zum Üben kann man ab und zu so machen, also so atmen, dass man die Brust nicht bewegt und nur den Bauch. Beim Ausatmen geht der Bauch rein, beim Einatmen geht der Bauch raus. Und wenn man das drauf hat, kann man beide Hände drauflegen und hier sich bewusst mal für 3 bis 5 Minuten einfach nur konzentrieren, wirklich tief zu atmen, die ganze Atemkapazität rein und dann entspannt ausatmen. Und wenn du sagst atmen, dann heißt es nur durch die Nase? Nase, genau. Okay, Mund spielt keine Rolle? Was ich auch dazu sagen muss, Nasenatmung ist sehr, sehr wichtig. Der Mund hat keinen Filter, die Nase filtert alles. Okay. Man sagt auch in vielen Atemwissenschaften, 80-90% der Viren und Bakterien werden in der Nase aufgefangen. Mhm. Sehr wichtig, nicht vom Mund zu atmen. Die Nase erwärmt, die Nase filtert, die Nase säubert und die Nase hat einen direkten Verbindungsdraht mit dem Zwerchfell. Brust- und Mundatmung ist in Verbindung, ist die Angstatmung und Nasenatmung ist mit der entspannten Atmung zusammen. Was man durch Nasenatmung und Zwerchfellatmung erreicht, ist, dass das parasympathische Nervensystem angeregt wird. Das ist das Entspannungssystem. Das heißt, ich nehme meine Hände hier hin und automatisch, wenn ich tief in den Bauch atmen kann, für ein paar Minuten wirklich die Energie hier fühle und mich wirklich entspanne, kann ich meine Emotionen lösen. Wenn die Emotionen gelöst sind, lösen sich auch die Gedanken. Wenn man das mehrmals am Tag macht, kann man seine Ruhe wiederfinden. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, nicht in Panik auszubrechen, weil Angst schwächt unser ganzes System. Okay. Das heißt zusammengefasst, wenn es uns gelingt, uns zu konzentrieren auf das Jetzt, wenn es uns gelingt, uns bewusst zu sein über die Atemtechnik, wenn es uns gelingt, die Technik zum Beispiel zu machen, die du sagst, stärken wir unser Immunsystem und sind eventuell, was wir uns nur wünschen können, gefeit vor diesem Virus. Sehr wichtig, ja. Und man lernt gleichzeitig auch durch die Nase zu atmen. Mhm. Weil die meisten Viren und Bakterien kommen nur durch den Mund rein. Ah, okay. Die Nase fängt 80-90% von den Viren ab und dann weitere Prozent, also das heißt, es wird auch alles erwärmt hier. Mhm. Sehr wichtig. Und wie gesagt, nochmal, die Verbindung zum Bauch ist auch durch die Nasenatmung. Wenn man hier oben atmet und, sage ich mal, Viren einfängt, kann man ganz leicht angefallen werden. Also das heißt, die Nasenatmung hat noch viel mehr Vorteile. Okay, wenn wir von Anfallen sprechen und vom Kampf sprechen, sprechen wir im Grunde genommen gegen den Kampf, gegen die Viren, mit der inneren Kraft und dafür stehst du, sei Wasser, koordiniere, schaue, dass dein inneres Ich, dein innerer Kampf diese Abwehrkräfte entwickelt. Genau, und jetzt brauchen wir es gerade mehr als je zuvor und man muss wirklich seine Kraft in schwierigen Zeiten beweisen und zeigen. Mhm. Und nicht in Panik geraten. Gerade jetzt brauche ich die Kraft. Gerade jetzt brauche ich die Ruhe.
und nicht Panik, weil mit Panik kommt man nicht weit. Schönes Schlusswort. Und so. Vielen Dank, Yasin. Wieder mal höchst interessant und tausend Dank an dich. Danke euch. Bleib gesund. Danke. Okay.